Darf ich Ihnen einen wunderschönen guten Vormittag wünschen? Ich freue mich sehr und danke Ihnen herzlich, dass Sie so einem brandgefährlichen Thema gekommen sind, um aus unserer Sicht Neues zu erfahren bzw. zu hören, wie das Experten und wir vom Verband der österreichischen Entsorgungsbetriebe sehen. Dazu möchte ich ganz herzlich hier das Podium einladen und auch begrüßen. Wenn ich, wie immer, wo ich anfange, sind alle sehr wichtig und freue mich, dass Sie da sind. Wenn ich vielleicht Begrüßung beginne mit einem Gast aus Deutschland, mit Herrn Präsident Peter Kurt, der ist Präsident des Bundesverbandes der deutschen Entsorger. Das ist eine sehr, sehr große, starke Organisation. Herr Präsident Kurt wird auch Präsident der Europäischen Vereinigung werden ab 1.1. nächsten Jahres. Er war schon einmal Präsident und hat auch in der letzten Zeit gerade zum Thema Batterien, weil es natürlich auch ein Thema in Deutschland war, sehr, sehr viele Aktivitäten gesetzt, allein mit anderen Organisationen. Wenn wir heute von Batterien sprechen und wenn ich Präsident Kurt auch gekommen ist, dann spreche ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr von einem steirischen Thema oder von einem österreichischen Thema, ich spreche von einem europäischen Thema. Und wenn 15.000 Pakete täglich in Wien von Asien ankommen, dann spreche ich auch von einem asiatischen Thema. Und das möchten wir heute beleuchten. Ich möchte sehr, sehr herzlich Herrn Professor Roland Bomberger meiner rechten Seite von der Montanuniversität Lohm willkommen heißen. Abfallverwertung, Technik und Abfallwirtschaft. Er ist der Leiter dieser Sektion. Er hat schon sehr früh sich mit dem Thema Lithium beschäftigt, nicht auf der Universität, schon vorher. Und ich würde, kann man ruhig sagen, heute den Fachmann nennen, der technisch weiß, was in der Batterie drinnen ist und wie man damit umgeht und wie sie dann auch schlussendlich, und das ist ja auch ein wichtiges Thema, sie recycelt werden können. Wir reden zwar viel von Bränden, aber in Wahrheit ist das Ziel Recyceln und nicht Brandlöschen. Da komme ich schon zu einem ganz wichtigen Gast auch, Herrn Oberbrandrat Roman Sikora von der Wiener Berufsfeuerwehr. Als Steirer habe ich bei meinem Präsidenten nachgefragt, der Feuerwehr, und hat mir gesagt, gibt es nur einen Experten, und das ist der Herr Oberbrandrat Sikora. Und danke, dankenswerterweise ist auch zu uns gekommen und wird heute auch aus seiner Sicht das darlegen. Ich bin Hans Roth, derzeit Präsident der Österreichischen Vereinigung der Entsorgungsbetriebe und werde sozusagen durch diesen Vormittag jetzt moderieren. Ich habe auch gesehen, dass wir viele nette Gäste haben von unterschiedlichen Zeitungen, unterschiedlichen Organisationen. Wenn Sie mir gestatten, möchte ich Herrn Dr. Pferdrecht herzlich begrüßen vom Ministerium, auch zuständig dort für die Batterien und auch für das Recycling. Ich möchte Frau Gieser sehr herzlich willkommen heißen von der Koordinierungsstelle für Elektroaltgeräte. Ich möchte bei dieser Gelegenheit sagen, dass sich alle so mir bekannten Organisationen, auch eine Vertretung des Fachverbandes Elektroindustrie auch hier, dass sich alle diese Organisationen sehr bemühen, hier einen Beitrag zu leisten. Und Sie werden natürlich vielleicht am Ende der Diskussion hören, dass das weit hinausgeht, darüber zu sagen, was kann man hier regional tun. Es geht um mehr, um Kennzeichnungspflichten, man kann aufzeigen. Aber schlussendlich, und das war der Grund auch, warum wir heute zusammengekommen sind, wir brauchen Hilfe von außen, Hilfe von den Herstellern, Hilfe von der Politik, Hilfe von Ministerium und vielen Organisationen. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Grüß Gott. Sie werden alles, was hier gesagt ist, in den Unterlagen vorfinden. Wir haben dankenswerterweise durch Frau Salzer und ihrem Team sehr gut das aufgearbeitet und stehen. Und das würde ich vielleicht vorschlagen, weil es da viele Fragen möglicherweise gibt, auch Einzelfragen, stehen dann nachher gerne für persönliche Gespräche auch zur Verfügung. In diesem Sinne sage ich einmal danke noch einmal und möchte den Professor Roland Bomberger bitten, mit seinem Kurzstatement zu beginnen. Dankeschön. Ein herzliches Glück auf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dem Recycling von Batterien. Es geht vom Elektroauto bis zu den normalen Batterien. Gern am Anfang möchte ich sagen, ich halte Batterien für sehr intelligente Produkte. Wir brauchen sie. Und gerade diese neuen Lithium-Batterien, diese
Hochenergiebatterien sind ja insofern technisch sehr interessant, weil sie sehr viel Energie auf sehr kleinem Raum speichern können. Und damit haben sie natürlich eine ganze Reihe von, vielleicht können wir das starten, eine ganze Reihe von neuen Anwendungsfeldern gefunden. Wer kauft sich heute bitte noch einen Winkelschleifer mit Kabel, ja, wenn es doch, oder beim Rasenmäher, also könnte ich da viele Beispiele bringen. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr Batterien mit immer mehr Energie in immer mehr Produkten drinnen. Und jetzt gibt es das abfallwirtschaftliche Grundgesetz, jedes Produkt wird zu Abfall. Jedes. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und damit finden wir natürlich irgendwann einmal diese Batterien mit sehr viel Energie gespeichert und auch in unseren Abfällen drinnen. Natürlich haben wir getrennte Sammlung und Möglichkeiten, aber leider, und das werde ich jetzt in Folge ein bisschen darstellen, leider landet nicht jede Batterie dort, wo sie hin soll, in der getrennten Sammlung, sondern teilweise auch im Restmüll oder in anderen Bereichen als Fehlwurf. Warum sind die Batterien jetzt anders? Also früher, Sie sehen also hier aus, so die üblichen Batterien, die Sie vielleicht auch kennen, Zink, Kohle und so weiter, das ist auch früher als Problemstoff gesammelt worden in den Haushalten, ja, aber deshalb, weil hier Schwermetalle drinnen waren. Sicherheitlich war das kein wirkliches Problem. Die neuen Lithium-Ionen-Batterien sind ganz dünne Folienpakete, die, wie gesagt, sehr viel Energie speichern können. Und wenn die einen Kurzschluss bekommen, einen internen Kurzschluss, zum Beispiel durch Beschädigung, dann wird die gesamte gespeicherte Energie innerhalb kürzester Zeit in Wärme umgewandelt. Das beginnt zu brennen. Das ist auch noch nicht ganz der schlimme Fall, aber wenn das in einem Abfallhaufen drinnen ist, wo viel Kunststoff dabei ist, ja, dann ist das eine Zündquelle. Eine Zündquelle. Und das passiert derzeit laufend in den Entsorgungsbetrieben. Und wir haben, und bitte vielleicht die nächste Folie, wir haben eine Vielzahl von Brandfällen, ja, die in den letzten Jahren sich vermehrfacht haben. Wir haben ein Forschungsprojekt gehabt, in dem man das untersucht hat, namens BatSafe. Und wir haben da untersucht, welche Brandursachen sind, und wir sind draufgekommen, dass sich der Abfall verändert hat. Die Zusammensetzung unseres Abfalls hat sich geändert. Wir finden viel mehr Batterien und seit einigen Jahren viel mehr Lithium-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien im Abfall drinnen. Wir haben Sortieranalysen durchgeführt und wir finden pro Tonne Restmüll, und das kann man sich merken, etwa 20 Batterien. Davon ist aber nur eine Batterie, Gott sei Dank nur eine Lithium-Batterie. Also pro Tonne Restmüll, die der Österreicher produziert, die entsorgt werden müssen, ist eine Lithium-Batterie drinnen. Das sind jetzt hochgerechnet etwa 1,4, 1,5 Millionen Stück. Natürlich ist nicht jede Batterie dann ein Problem, ja? Aber stellen Sie sich vor, wenn nur jede Zehntausendste, jede Hunderttausendste sozusagen dann einen Kurzschluss bekommt, weil sie beschädigt wird im Recycling, dann ist das eine Zündquelle. Und früher war das auch nicht so ein großes Problem. Da haben wir das Abfall genommen, auf einer Deponie eingegraben. Das ist heute nicht mehr Abfallwirtschaft, nicht mehr moderne Abfallwirtschaft. Heute werden die Abfälle immer mehr, und das ist auch eine Vorgabe der EU, wir müssen immer mehr recyceln. Was heißt recyceln? Der Abfall kommt in Anlagen hinein, wird zerkleinert, wird gesiebt, wird windgesichtet, sortiert. Und bei jedem dieser Schritte ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass diese Batterie irgendwie beansprucht wird. Was heißt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Batterie einen Kurzschluss bekommt und zur Zündquelle wird, wird immer mehr. Zweite Entwicklung, die Batterien werden auch mehr. Wir haben ja Zuwachsraten von, ich glaube, so um die 10%. Das heißt, wir haben in Zukunft mehr Batterien und die Wahrscheinlichkeit, dass die Batterien dann auch noch gezündet werden oder beschädigt werden, steigt auch noch. Und das ist ein wirkliches Problem, das ist ein Problem, wo man jetzt nicht sagen kann, da ist irgendjemand schuld daran. Ja, das ist eine Entwicklung und wir müssen uns in der Abfallwirtschaft genauso dieser Entwicklung stellen. Aber ich denke auch, dass die Produkte herstellen, die Batterien verbauen, das ebenfalls tun müssen. Da sitzen wir irgendwie alle im Boot, weil sonst gefährden wir unsere zukünftigen Recyclinglösungen. Jetzt könnte man sagen, naja, es gibt ja eher eine Sammelquote, ja 45% ist die, von der EU die Quote, Batterien zu sammeln.
Ja, wenn sie gesammelt sind, getrennt gesammelt, haben wir eh kein Problem, weil da wissen wir, wie das Recycling funktioniert, da wissen wir, wie wir das lagern und so weiter. Aber die Frage ist doch eigentlich, wo sind die anderen 55%? Und die landen leider immer noch im Restmüll, aber auch in der Verpackung, in den Metallabfällen und so weiter. Und dort machen sie uns massive Probleme. Das heißt, wir müssen alle daran arbeiten, dass die Batterien, mehr in die getrennte Sammlung hineinkommen. Wir müssen schauen, dass sie besser gekennzeichnet werden, aber da gibt es einige Methoden. Alleine wird das die Abfallwirtschaft nicht schaffen. Die Abfallwirtschaft ist mit Sicherheit ein Problemlöser und nicht das Problem. Danke. Lieber Roland, herzlichen Dank. Ich möchte nun zu unserem nächsten Referenten kommen, Herr Oberbrandrat Sikora. Er ist Leiter eben des Sachgebietes Gefährliche Stoffe im österreichischen Berufsfeuerwehrverband. Bitte schön, Herr Sikora. Ja, herzlichen Dank. Auch schönen guten Morgen oder schönen guten Tag von meiner Seite. Ja, die Probleme für uns als Feuerwehren sind mannigfaltig. Und eines davon ist sicherlich auch die komplexe Situation mit den Batterien, mit den Akkus. Beginnen von wirklich vom kleinen Hörgerät, wo ich einen Akku drinnen haben kann, bis hin zu einem Elektroauto, bis hin zu stationären Speichern für Photovoltaikanlagen, für Windräder. Also es wird immer mehr. Was bedeutet das für uns jetzt? Wir brauchen sehr viel Initiative, sehr viel Zeit für die Ausbildung. Das heißt, um diese neuen Technologien, um diese andersartigen Instrumente da einfach besser zu verstehen, kostet es uns Zeit, es kostet somit auch Geld. Wir brauchen neues Equipment, wir brauchen neue Ausrüstungen, um etwas besser zu löschen können, ob das jetzt da bei einem Entsorgungsbetrieb ist, ob das in einem Elektrofahrzeug ist oder auch bei anderen Fahrzeugen. Auch wenn wir jetzt zur Reinigung schauen, das, was aus so einem Batteriebrand rauskommt, aus einem Akkubrand, ist eigentlich ja, Schadstoff, Chemieunfall, jeder Brand ist nicht gesund. Bei solchen Batterien, bei solchen Akkus kommt noch zusätzliche Gefährdung durch sehr viele giftige Stoffe, ätzende und Langzeitschäden dazu. Wie sehen wir das bei uns? Vermehrte Einsätze natürlich in den Entsorgungsbetrieben, aber nicht nur. Wir haben es in der, sage ich, Verkaufskette, wir haben es auch zu Hause. Das heißt, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich irgendein Smartphone zu Hause oder wenn er Kinder hat oder auch sonst irgendwas, das ich selbst habe. Und man geht ja nicht relativ sorgsam damit um. Also ich weiß nicht, wie oft die Handys heutzutage runterfallen. Es wird oft gut gehen, aber irgendwann dann nicht. Und das sind ein bisschen so die Schwierigkeiten, die es gibt. Das heißt, nicht nur, dass ich jetzt sage, okay, Entsorgungsbetrieb und ja, das ist lieb, dass die ein Problem haben, sondern wir haben zu Hause den Teufel sitzen, teilweise in unserer Schublade, teilweise im Auto, wo ich es lagere oder wo ich es hingebe oder auch im Kinderzimmer. Das heißt, dass ich das ordnungsgemäß lager von zu Hause schon und dann wirklich, wenn möglich, nicht im Hausmüll, sondern zu den Entsorgungsstellen, zu den Sammelstellen bringe, das bringt uns vor allem was. Also jetzt nicht nur, dass ich auf die Feuerwehr schaue, sondern auch unsere eigene Sicherheit. Wenn wir dann vielleicht weiterschauen zu den Folien, natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden, wir haben eines der größten freiwilligen Heers von Feuerwehren, wenn man sich statistisch anschaut, weltweit. Das heißt, die für uns da sind in der Freizeit, machen das wirklich in der Freizeit unentgeltlich. Über 300.000 Kameradinnen und Kameraden, also das muss man auch einmal sagen, auch im Rettungsdienst. Und das Ganze dann wirklich zu vereinheitlichen, ist nicht so einfach. Aber schauen wir vielleicht zu dem Video. Hier sieht man einerseits jetzt einmal, wir reden über Akkus, Batterien, also Batterie klassisch verständlich nicht wiederaufladbar, zur Entsorgung danach. Der Akku, solange es möglich ist, dann quasi verwenden. Und auch da sehen wir zu Hause die Problematik. Das heißt, was wir gesehen haben, ist die Schwierigkeit beim Laden. Ein geladener Akku ist wesentlich brisanter als ein ungeladener. Aber auch der ungeladene, den ich dann zur Entsorgung bringe, hat Potenzial. Also man darf sich da nicht täuschen lassen. Aber wo lagere ich es? Wo lade ich mein Handy? Kinderzimmer wieder mal, unterm Polster, unter der Decken. Wir sind vielleicht selber ein bisschen zu schlampig. Nicht unterschätzen. Und ein praktisches Beispiel sehen wir dann noch von einem Versuch, was wir gemacht haben, mit einem Akku von einem kleinen Laptop, der einfach mechanisch beschädigt wurde. Aber starten wir mal das Video. 5 Uhr ist wurscht. Wenn ich kann man was anzünden, das geht schon. Das machen wir schon. Die Effekte, die man sehen kann, wir zeigen das immer gern her mit so ein bisschen einem gefalteten Papier. Da
Herr Professor hat schon gesagt, dass es ist sehr dünne Folien, ob das jetzt wirklich als Bautsch wie ein Suppenbackel ist, ob das gerollt ist, wie klassisch man sich so eine Batterie vorstellt. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen so ein Backel und zerknittern es. Und was sieht man dann? Entweder Eselsohren oder sehr viele Knickstellen. Und das Gleiche passiert da drinnen. Das kann sein, nur durchs Runterfallen, dass diese Knickstellen entstehen, oder wirklich, wenn der Schredder kommt und es nicht weiß und uns dann Probleme macht. Also, es ist nicht einfach. Auch das Video hat mein Feuerzeug. Wir bringen schon noch zusammen. Wenn nicht, dann machen wir es nach den anderen Sprechern. Ist vielleicht am Nachbarbildschirm? Die Verknüpfung gerade funktioniert. Ja. Also, was sieht man? Prinzipiell Batterien, die nicht wiederaufladbar sind, haben Effekte, Zerknallgefahr zum Beispiel. Also da kann es sein, dass wirklich die Batterie, die wir da sehen, explodiert, wenn man so sagen will, und bis zu 50 Meter fliegt. Die haben so eine Energie, dass sie teilweise Türen durchschlagen. Was bedeutet das für uns? Bei der Brandbekämpfung, aber auch Sie, wenn Sie mit einem Feuerlöscher hingehen, heutzutage zu so einer Batteriesammelbox, was ist, wenn das Ding rausfliegt? Wenn etwas so viel Energie hat, dass eine Tür durchschlagt, wird es auf unseren Körper auch nicht gerade freundlich reagieren. Das heißt, man muss sich anschauen, wie wird heute gesammelt? Wir haben heute Kartonsammelboxen. Ist das wirklich Stand der Technik? Sollte man da sich vielleicht was anderes überlegen, Richtung metallische, dass vielleicht, wenn was zerknallt, wenn was aufgeht, dass es nicht wegfliegen kann? Und wenn man zu den Akkus schaut, was ist da der Effekt? Wir kommen wieder zu unserem Papier. Man kann sich wie ein Suppenbäckchen vorstellen. Das heißt, wenn ein Fehler ist, durch Runterfallen, durch Wärmeeintrag, durch Knick, durch schlechter Tag für die Batterie, für den Akku, dann bläst sich das auf und diese Batterieflüssigkeit, dieser Elektrolyt, was wir sonst von unserer Autobatterie kennen, von den früheren Batterien, die auf wässriger Basis waren, da habe ich vielleicht eine kleine Reizung gehabt, die sind heutzutage brennbar. Und das, was da rausgeht, ist brennbares Gas, ist giftiges Gas und macht uns dann eben Brände, macht uns Vergiftungserscheinungen und vieles weitere. Aber schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das Video später noch und können wir es vielleicht nachsetzen und machen wir einfach weiter. Gut. Herr Sickerl, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Wenn ich fragen darf, gehen meine Folien? Ach, okay. Sind die Folien alle drinnen? Sind die Folien? Aber er schaut, der Herr Chef schaut nicht nur auf ein gutes Essen und ein Kaffee, sondern auch, dass wir Strom haben. Strom. Vielleicht eine Minute, vielleicht ja. Ist es doch. Wie es auch immer im Testlauf ist alles gut gegangen. Mehrmals. Vorgestern. Ich habe keine Folie, sonst kann ich anfangen. Schnell, ja, ich habe da schwer. Also ich habe da auch, kann es dann geben. Ich habe keine Folie, deswegen kann ich so machen. Ach so, ja. Vielleicht als Überbrückung, Sie haben wahrscheinlich viele in den Physik- und Chemieunterrichten die Geschichte mit der Stahlwolle gesehen. Das heißt, kommt eine Batterie mit Stahlwolle in Kontakt, wenn ich es finde. Wir haben da noch ein paar. Das heißt, wir haben einerseits das Problem des Kurzschlusses, der Elektrizität, die bei jeder Batterie ist, egal ob das jetzt Lithium ist oder irgendwelche alten Technologien. Ich hoffe, wir zünden das Café Landmann jetzt nicht an. Versicherungspolizei. Ja. Ich war nie da. Das heißt, im Kleinen, das ist der eine Effekt, den zeigt jede Batterie, wenn sie geladen ist. Und bei den Lithium-Batterien, bei den Akkus, was haben wir da noch dabei? Dann ist die Batterie selbst, der Akku selbst noch das Problem. Das heißt, da ist die zweite Zündquelle. Auch wenn dort kein Metall, wenn ich da nicht zufällig die Stahlwolle da habe, würde diese uns das Ganze anzünden. Das heißt, darum sind wir seitens der Entsorger, seitens der Feuerwehr, seitens der ganzen Einsatzkräfte ein bisschen sensibel auf die richtige Entsorgung. Sehr gut. Ich zünde nicht mehr. Gut. Schafft man das? Das muss doch. Weil ich keine Folie habe. Ja, dann lasse ich dich vielleicht vorher. Ne? Ich mache einen Vorschlag, der Herr Präsident Kurt, ich habe nämlich Folien auch, weil wir eine Umfrage gemacht haben und auch das Thema ich erläutern möchte, könnte, warum sind die Batterien im Restmüll, wie agiert die Bevölkerung, wie
welches Verständnis haben Sie, welche Erfahrungen haben Sie. So möchte ich den Herrn Präsident Peter Kurt vom Deutschen Verband der Entsorgungswirtschaft bitten für sein Referat, das ich dann sozusagen einmoderieren wollte, weil ich glaube, dass es jetzt, eben... Jetzt hast du es. Dann mach. Okay, geht schon, ja? Gut. Okay. Dann... Was? Wenn's Geschäft nicht, wenn's das aushalten wird, lieber Freund, am besten bleib was da. Weil draußen habe ich gesehen, haben wir eh schon alle alles, wegen dem bisschen Kugelhupf. Ja, ist ein ganz netter. Dankeschön. Danke. Gut. Ich möchte aus meiner Sicht von der Entsorgungswirtschaft, wo wir wirklich momentan diejenige Gruppe ist, die darunter am meisten leidet und wie der Roland Bomberger sehr nett gesagt hat, eigentlich am wenigsten dafür kann, nicht davon reden, dass wir hunderte Millionen Euro Schäden haben, dass wir Millionen von höheren Versicherungsprämien haben, dass wir letzte Woche ein Brandschutzseminar gemacht haben mit dem Versicherungsverband, wo der Versicherungsverband appelliert hat an alle Entsorger, sich ja entsprechend auszustatten mit Anlagen wie Brandschutzanlagen, aber da hilft keine Meldung, kein Rauchmelder an die Feuerwehr, sondern es müssen wirklich wirksame Anlagen sein, die sofort mit Wasser sozusagen auf die Batterien dann spritzen, wo immer sie auftauchen. Ich möchte nicht davon reden, dass das die Batterien, wie auch Roland Bomberger gesagt hat, überall auftauchen, im Kompost, aber auch natürlich bei Kunststoffabfällen und wir alle Anlagen sichern müssen und daher auch, wenn ich die Gesamtkosten, Sie müssen sich das einmal vorstellen, 20 Euro pro Tonne Mehrkosten haben, die wir bis jetzt nicht gehabt haben, weil es eben die normalen Batterien eben keine Schäden haben. Und wir könnten jetzt sagen, na warten wir mal, schauen wir mal, ich hoffe, dass uns wer im Saal oder außerhalb des Saales helfen kann, aber das geht nicht. Wir arbeiten täglich mit diesen Batterien und die Batterien tauchen täglich auf und daher sind wir gefordert zu reagieren. Wenn ich nur ein Beispiel sage, dass wir ein Gefühl haben, wenn man 100% der Batterien, die jetzt so am Markt sind, die Entsorgungskosten rechnet, dann reden wir momentan von 4 Millionen Euro jährlich. Die Abschreibung von Brandschutzanlagen, von Versicherungssummen macht allein 10 bis 20 bis 30 Millionen aus. Also ich will damit sagen, Sie sehen die Relation, wie unscheinbar diese Batterien ausschaut, wie klein sie auch sind, welch großen Schaden sie anrichten können und auch verursachen. Und am Schluss, Präsident Kurt wird ja dann einige Maßnahmen Ihnen sagen, was aus unserer Sicht notwendig ist. Wir haben natürlich die Frage gestellt, ohne jetzt nur zu kritisieren und sagen, ja, irgendwer soll was tun, was könnte die Ursache sein? Und wir haben im Markt, in einer Marktstudie einen Auftrag gegeben, um der Bevölkerung zu fragen, wie geht es Ihnen mit den Batterien, kennen Sie die Batterien? Und ich möchte Ihnen diese Studie zeigen. Allein hier sehen Sie schon unten, wo der Kreis ist, der grüne, sind die besonderen Merkmale. Sie haben auch die Unterlagen drinnen, dass die Bevölkerung schon mal den Unterschied zwischen einer Lithiumbatterie und einer anderen Batterie nicht kennt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich auch muss ab und zu fragen, ist das jetzt, weil es ein bisschen eckiger ist, ist ein Lithium oder ist nicht noch vom alten Schlag, nicht? Thema Kennzeichnung. Alle diese Ergebnisse, und wenn wir zur nächsten Folie gehen, alle diese Ergebnisse, wie zum Beispiel hier, in welcher, nach Ihrer Meinung sind Lithiumbatterien verbaut, also beim Handy ist es noch ziemlich am weitesten, aber bei vielen anderen Geräten wie Heimwerkergeräte, Gartengeräte sind es nur mehr 63-60%. Ich möchte auch hinweisen auf blinkende Kinderschuhe, Digitalkameras, Staubsauger. Also die Batterien, so positiv sie im täglichen Leben sind und so wichtig sind. Und Sie sehen auch hier schon ein bisschen, und ich komme dann später noch dazu, das deckt sich so ungefähr mit der Sammelquote auch interessanterweise, die heute
Frau Gieser, ich hoffe, dass ich richtig sage, ungefähr bei 50% liegt, 45% sind verpflichtend zu sammeln, so ungefähr 50% weiß, was zu tun ist und 50% macht das auch. In der nächsten Folie sehen Sie auch hier dann, dass die Batterien, oder das ist das Phänomen, das kostet ja alles nichts zurückzugeben. Bitte, Sie können sie gratis in jedem Geschäft abgeben, gratis in jeder Sammelstelle, aber eigentlich 68% wissen es nicht und 55%, oder das ist identisch mit der Rücklaufquote, sagen, ja, ich nehme sie mit, ob sie jetzt selber zu Hause sammeln, aber ich gehe in mein Geschäft und gebe sie dann zurück. Nächste Partei. Was sehr interessant ist, und das ist auch ein Thema für uns von der Abfallwirtschaft und die alle mit Abfallberatung und mit dem zu tun haben, auch so ein Phänomen. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten sehr bemüht, vom Kindergarten beginnend die Öffentlichkeit aufzuklären und sozusagen sie sensibel zu machen. Das hat auch gut funktioniert und wir sind so ein bisschen der Meinung, so würde ich das interpretieren, na, das geht eh so weiter. Die Eltern sagen es den Kindern und der Opa dem Enkelkind und stellen aber jetzt fest, und das haben wir nicht nur bei den Batterien festgestellt, auch bei der Verpackung, dass so quasi der eifrige, der gute, der verlässliche Sammler sozusagen ab 45, 50 Jahre ist, der sich Zeit nimmt, der das auch gewissenhaft macht und vor allem die Jugend. Und da habe ich eine große Hoffnung, das habe ich vor kurzem, als Friday for Future uns besucht haben, gesagt, was ihr tut, ist toll und schön, dass ihr auch da die Öffentlichkeit aufwächst, aber bitte helft auch mit, dass ihr persönlich einen Beitrag leistet. Und wenn Sie schauen, unten die letzte Liste, die grüne, 37% der 14- bis 29-Jährigen, die doch viel Batterien verbrauchen, sagen nur, ich entsorge sie. Und da sehen Sie schon das Thema, wenn sie nicht entsorgt werden, links entweder zu Hause, das ist auch ein großer Anteil, oder sie kommen nicht dorthin, wo sie hinkommen soll, zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Wenn ich auf ein wichtiges Thema gehe, und das ist vielleicht, mit Angst sollte man kein Geschäft machen, mit Angst sollte man die Menschen nicht verunsichern, aber es zeigt sich auch in dieser Folie, die Menschen oder haben gar kein Gefühl, welche Gefahren vielleicht ausgehen, obwohl die Zeitungen sind natürlich voll von solchen Bränden in Wohnungen, aber so richtig durchkommt natürlich die Flut von Informationen, ist unheimlich groß, also nur 35% glauben, dass es dass es gefährlich ist und nur 11% sagen überhaupt, ich sorge mich, dass eine Lithiumbatterie zu Hause überhaupt was passieren kann und das ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr wenig. Also in diesem Sinne ist für mich die Erklärung, warum, obwohl man sich sehr bemüht, vor allem auch in Österreich, und vielleicht Herr Kurt wird das auch in Deutschland bestätigen, man sich sehr bemüht und die Gemeindezeitungen Inserate machen, also laufend, und es gibt viele Pressekonferenzen verschiedener Organisationen der hier Anwesenden, ist es also doch, dass die Quote, dass wir eine höhere brauchen, dass mehr gesammelt werden muss, und um also hier die Gefahr zu vermeiden. Und Sie sehen, wenn Sie diese einer der letzten Folien von mir mal sehen, sehen Sie, dass 65% wissen, wo die nächste Sammelstelle ist, 51 nur sagen mir das wichtig und 55 sagen, ich entsorge die Batterie bei der entsprechenden Sammelstelle. Und das spiegelt wieder das Bild, das wir haben von der Rücklaufquote. In diesem Sinne mal wollte ich weniger über, was wir alles mitmachen mit den Bränden, was das alles bedeutet für die Mannschaft, welche Sorgen die hat, schon gar nicht mehr so gern an solchen Anlagen arbeitet, weil sie, war keine Batterie vermutlich, aber ein Arbeiter eines Unternehmens gestorben, durch die Haut war einfach derartig verletzt, dass auch eine Spezialklinik in München nichts mehr machen konnte, da war es vielleicht der Gasflaschen, aber ich könnte jetzt natürlich über Spraydosen und Gasflaschen auch sprechen, aber jetzt Batterien waren in den größten Fällen die Schäden, die Gott sei Dank inzwischen sehr lokal waren, zwar einen unheimlichen Schaden gemacht haben, aber eben, man sieht da meistens die Hallen abgebrannt, weil das sich unheimlich entwickelt hat. Jetzt haben wir natürlich viele investiert und jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber dennoch eine große Herausforderung ist. In diesem Sinne mal aus meiner Sicht, also eine Stellung, also ein Thema, Ursachenfindung, warum ist es so, wo müsste man ansetzen und das werden wir dann vielleicht noch mal kurz besprechen. So gesehen danke ich mich auch sehr, sehr herzlich
beim Team der Vereinigung der Entsorgungsbetriebe und meiner Geschäftsführerin oder bei unserer Geschäftsführerin, Frau Desi Krocker, die auch für Sie jederzeit für Fragen zur Verfügung steht, Frau Johanna Neiner, und auch mit mir mitgekommen ist die Vizepräsidentin unserer Vereinigung, die Gabriele Jülle. Danke dir auch und wir stehen Ihnen dann auch gerne zur Verfügung. Lieber Peter, darf ich dir bitten, jetzt europäische Dimension und deutsche Dimension, die noch einmal eine Zehnerpotenz möglicherweise größer sind, schildern, wie es dir geht, wie es euch geht, was macht ihr, was denkst du auf Europäische Union zu machen? Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident Roth, lieber Hans, meine Damen und Herren, ich kann die Zahlen für 2017 sagen. Da wurden in Deutschland knapp 11.000 Tonnen Lithiumbatterien auf den Markt gebracht. Lithium-Ionen-Akkumulatoren treten im Rahmen der Elektromobilität ihren Siegeszug, kann man sagen, in der Konsumrealität an. Wir haben diese besonders leichten, besonders leistungsfähigen Akkumulatoren, wie gesehen, in sehr vielen Geräten, aber eben insbesondere auch in all dem, was wir mit Elektromobilität verbinden, ob das E-Roller sind, E-Bikes und Elektroautos. Lithium-Ionen-Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren. Nach maximal 5 Jahren ist eine solche Batterie ein Entsorgungsfall. Das heißt, das, was in den letzten Jahren auf die Konsumwelt zugekommen ist, werden wir in Kürze in der Entsorgungswelt sehen. Wir stehen an der Spitze, am Anfang einer Entwicklung, die ihre Spitze noch lange nicht erreicht hat. Und schon heute ist es so, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland jeden Tag Brände haben. Jeden Tag. In Fahrzeugen, in Behältern, in Anlagen, aber auch in Kinderzimmern, in Garagen, in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Jeden Tag. Weil eine solche Batterie schnell beschädigt ist, wenn sie unachtsam in die Ecke geworfen wird, das Gerät, wenn etwas drauffällt, wenn jemand drauftritt, dann haben sie ein Brandrisiko. Und dieses Brandrisiko ist vielen nicht bewusst. Und da muss man, denke ich, dann auch ansetzen, wobei ich gerne zu Beginn die Frage stellen möchte, wenn jemand etwas in den Verkehr bringt, was potenziell gesundheitsschädlich ist, dann würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, dann sollen die Ärzte und Krankenhäuser das Problem mal lösen, sondern man würde nach der Verantwortung der Hersteller fragen. Und auch hier kann es nicht sein, dass man Feuerwehr und Entsorgungswirtschaft viel Erfolg wünscht beim Bewältigen dieses Problems, sondern wir müssen reden über die Verantwortung der Hersteller, über Produktverantwortung. Und ich bin sehr froh, dass unser Umweltministerium bei einer Veranstaltung des BDE in den letzten Tagen zugesagt hat, dass auf europäischer Ebene das Thema, man kann sagen, Recycling der E-Mobilität, ein Thema der Präsidentschaft auf der Ebene der Europäischen Union, der deutschen Ratspräsidentschaft, im zweiten Halbjahr 2020 werden wird. Was brauchen wir zumindest? Zumindest brauchen wir eine eindeutige Kennzeichnungspflicht. Geräte, die gefährlich sind, Batterien, die gefährlich sind, müssen ohne jeden Zweifel so gekennzeichnet sein. Das, was Sie auf den Handys sehen, wenn Sie sehr gute Augen haben und gut sehen können, dann sehen Sie irgendwo, farblich nicht besonders abgesetzt, eine durchgestrichene Mülltonne. Das ist ein Scherz, meine Damen und Herren. So kennzeichnet man nicht Dinge, die brandgefährlich sind. Wir brauchen eine eindeutige, klare Kennzeichnungspflicht, die die Gefährlichkeit der Materialien deutlich macht. Wir brauchen zweitens eine deutlich verbesserte Infrastruktur, was die Sammlung betrifft. Die habe ich eben gelernt, die Verpflichtung der Händler von Elektrokleingeräten Materialien entgegenzunehmen, muss beinhalten, dass sie ordnungsgemäß gelagert werden und nicht ein einzelnes
Gatter da steht und man schmeißt alles rein und die Gefahr, dass dadurch Beschädigungen entstehen, ist eher größer. Wir brauchen außerdem eine andere Quote. 45% Sammelquote ist zu wenig bei diesen Materialien. Wir müssen die deutlich erhöhen und wir müssen auch, ich sage das wissend um die freundschaftlich stirnrunzelnden Reaktionen von südlich der Alpen, wir brauchen eine Pfandlösung für Batterien. Wir müssen Batterien einen wirtschaftlichen Wert geben, um die Chance zu erhöhen, dass sie aus unsachgemäßen Entsorgungswegen rausgehalten oder rausgeholt werden. Autobatterien haben einen Pfand. Batterien in der Elektromobilität brauchen dieses Pfand auch. Wir schlagen vor, 50 Euro pro Batterie, um sicherzustellen, dass eben, oder um die Chance zu erhöhen, dass Batterien aus illegalen, aus unsachgemäßen Entsorgungswegen rausgehalten werden. Das ist das Mindeste. Das heißt, Information und Aufklärung, Kennzeichnung, Pfandlösung, verbesserte Sammelstrukturen, erhöhte Quoten. Das ist ein Maßnahmenbündel. Wir sind gerne auch seitens der Entsorger auf europäischer Ebene bereit, hier unseren Beitrag natürlich zu leisten, wie wir das immer tun, zur Problemlösung und Minderung. Aber wir fordern mit Nachdruck ein die Verantwortung der Hersteller. Es kann heute nicht mehr sein, dass das bloße in Verkehr bringen von Produkten, die ein hohes Gefahrenrisiko haben, abgewälzt wird auf die Allgemeinheit, abgewälzt wird auf Feuerwehr und Entsorgungswirtschaft. In der Verantwortung sind hier die Hersteller und diese Herstellerverantwortung muss umgesetzt werden. Das ist die wichtigste Botschaft und ich danke nochmals für die Einladung. Ja, bitte schön. Ja, bitte, bitte. Gut, wir sehen hier einen Versuch, den wir Anfang der Woche gemacht haben, einfach die mechanische Beschädigung simuliert für einen Akku. Wie gesagt, das ist ein kleiner Laptop-Akku auf Lithium-Ionen-Basis. Und man sieht schon, es tut sich ein bisschen was. Also das Ding war nicht größer als so, dünn, circa 1 cm, ist aus mehreren Zellen aufgebaut und alleine die Reaktion aus einer Einzelzelle, dieser weiß-graue Nebel, ist heftig. Das heißt, der Nebel, das Gas, was sich entwickelt, ist giftig und, das macht uns ja die Probleme jetzt in den Entsorgungsbetrieben, ist sehr leicht brennbar. Man wird dann sehen auch, hier wurde eine externe Zündquelle nur verwendet, weil einfach zu viel Wind war oder die Wärme zu schnell abgeführt wurde. Wenn es jetzt im Müll drinnen ist, in der Müllpresse oder zu Hause unter dem Polster liegt, dann reicht das normalerweise aus, dass sich das entzünden kann. Das heißt, sieht so aus, als hätte es geendet und dann, wenn die Zündquelle dazukommt, kommen die nächsten Zellen. Das heißt, da sind noch ein paar von diesen Suppenbäckchen, die einfach Potenzial haben und dann wieder reagieren und dann halt wieder zünden, zünden, zünden. Und das Gas, was frei wird, das geht auch unter Druck. Also man glaubt gar nicht, was sich da abspielt, auch von solchen kleinen Segmenten wie diesem Laptop-Akku. Also links unten ist das Wärmebild und alles, was dann schön Richtung Rot-Gelb wird, heißt heiß. Aber ich glaube, das sieht man noch rechts. Gut, ich glaube, das war's. Herr Professor, Sie wollten noch was sagen dazu? Nein. Okay, passt. Es kommt noch. Es kommt noch ein zweites Video. Was wird der Herr Professor Bomberger was sagen dazu? Das zweite Video, was Sie sehen, ist ein Worst Case, der passieren kann und der tatsächlich in einem Sonderabfalllager eines österreichischen Entsorgungsunternehmens vor ein paar Jahren passiert ist. In der Mitte sehen Sie noch nichts, ein Fass. Plötzlich beginnt hier eine Kettenreaktion und das Fass explodiert. Eine,
Das waren Lithium-Monozellen, keine Lithium-Ionen-Batterien, sondern Lithium-Monozellen, die hier gelagert wurden. Eine Batterie ist durchgegangen, Thermal Runaway, hat die umliegenden angesteckt und dann geht es wie beim Popcorn oder wie in einer Kettenreaktion, das Fass ist explodiert. Die Kamera, die das aufgenommen hat, gibt es nicht oder gab es dann nicht mehr. Das ist im Internet übertragen worden. Und ich sage Ihnen eines, eine Stunde zuvor haben sich ja noch Leute bei der Arbeit befunden. Ja? Und wer da noch leugnet, dass wir kein Problem haben in der Abfallwirtschaft, ja, dann verstehe ich die Welt nicht. Gut, Roland, danke schön für diese anschaulichen, weil wir wollen jetzt nicht Sensationsmaßnahmen hier verkünden, sondern einfach Ihnen zeigen, wie ernst die Situation ist und dass das, was wir tun, und ich möchte noch einmal betonen, dass ich alles positiv anerkenne, wer sich da hier auch bemüht, aber die Sache ist dramatisch und lässt sich einfach nicht mehr so am Tisch und sagen, schauen wir mal, tun wir vielleicht doch ein bisschen mehr Werbung machen, macht man doch ein bisschen mehr Aufklärung, auch die Abfallberatung kommt an ihre Grenzen, also es ist wirklich nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Wir in Österreich haben ja auch damals, war auch hier eine Pressekonferenz mit dem Dachverband der Umweltverbände Österreichs, Abfallwirtschaftsverbände. Wir haben hier auch ein gemeinsames Papier, auch Städtebund und Gemeindebund. Und da gab es also auch ein Forderungspaket, das grundsätzlich sehr ähnlich ist wie das des BDEs. Wir haben bei uns in Österreich als erste Maßnahme jetzt nicht das Pfand gefordert, sondern haben gesagt, also einige Verbände haben das dann gemacht, aber in der Sitzung, weil ich halt einfach auch ein Mensch bin, der immer den anderen eine Chance gibt. Aber wenn nicht die Punkte wie die Kennzeichnung, wie die Produktverantwortung, und Sie werden sich vielleicht fragen, ja, warum gibt es da so keine? Weil vermutlich asiatische Hersteller sagen, wir haben das Problem nicht. Amerikanische Hersteller, wo sofort geklagt wird wegen jeder Kleinigkeit, weil irgendwas schlecht schlauft, nicht, auf einem Kopfpolster Millionen krank sind, weil es in Amerika auch teilweise noch nicht angekommen ist, weil die deponieren. Und wenn es auf einer Deponie brennt, nicht, wir haben ja auch, da geht es ja zum Unterschied, bei uns geht die Ware in die Anlage und wird dann sortiert oder behandelt. In Amerika oder anders, oder früher, vor 2004 ist auch bei uns die Ware auf eine Deponie geführt worden und dann ausgeleert worden, hat es Brände gegeben, aber da nimmt man einen Caterpillar, ein bisschen Erde drüber und die Geschichte ist erledigt. Sie werden fragen, bei dem Müllwagen, ja, da passiert es auch bei uns jetzt schon, da wissen sich jetzt die Fahrer schon zu helfen teilweise. Eine Papierladung vor kurzem in Graz, die Fahrer sind dann so clever, spüren den Rauch, können sich schon denken, was los ist, fahren irgendwo hin, wo kein Gebäude oder was ist, kippen einfach hinten auf, das geht hydraulisch und schiebt den Stempel raus und es liegt alles im Freien und kann, wenn man so will, Entschuldigung, jetzt in Ruhe, dann verbrennen. Nicht? Also da weiß man sich schon zu helfen. Lastzüge, die auch passiert auf der Autobahn, wo es zu brennen beginnt, geht das nicht. Die haben einen Schubboden, bis der die Bordwand offen hat, dann brennt meistens schon, oder bis er es bemerkt, brennt schon das ganze Auto. So, und daher ist also das ein europäisches, und ich habe auch gesagt, und das möchte ich auch zum Schutz der österreichischen Elektrowirtschaft oder des Elektrohandels auch fairerweise sagen, dass diese 15.000 Packerl, die aus Asien kommen, die Batterien drinnen haben, dass die, wenn wir nicht wissen, wo sie drinnen sind, in der Quietschende und dort und da, wo man sie, oder in den Schuhen, wo man sie nicht rauskriegt noch dazu, vielleicht gar nicht dem Standard entsprechen, der gefordert ist, und dann auch keine Gebühr bezahlen zum Entsorgen und dann noch brennen, ich finde, das ist schon ziemlich unglaublich. Und ich weiß, dass der Elektrofachhandel sich bemüht, da eine Lösung zu finden, aber es ist auch wieder ein europäisches Problem, man kommt denen nicht an. Da haben ja die anderen schon mit der Mehrwertsteuer ein Problem, nicht geschweige dann mit der Ware, die drinnen ist. Also, dass Sie mich verstehen, ich möchte jetzt nicht Schuldige in Österreich suchen oder irgendwem, ich glaube, das bemühen da ist, aber das ist Faktum und die Botschaft am Schluss heißt, wenn Sie uns schon nicht helfen können, dass morgen große Hersteller umschalten und das so tun, wie wir empfehlen, aber dass wir zumindest einmal die Bevölkerung warnen und sagen, bitte eine Batterie, wenn du eine hast, nimm sie und träg, wenn du eine neue kaufst, die alte sofort zurück, lager sie nicht zu Hause. Es gibt genügend Sammelstellen in den Geschäften, da sind momentan noch die
braunen Schachteln, die sozusagen bei der Verpackung meistens dort stehen. Der Elektrohandel bemüht sich jetzt auch hier neue Verpackungs, die vielleicht mehr auffällt. Also sind da auch wir gefordert, auch hier in Österreich. Und wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das den Menschen bewusst machen, dass das zwar ein lustiges Spielzeug möglicherweise sein kann, eine gute Informationsquelle, wenn sie funktioniert, aber dann, wenn sie verbraucht ist, mehr Schaden anrichten kann, als sie vielleicht Freude bereitet hat. In diesem Sinne sage ich ein herzliches Danke vorweg Ihnen und selbstverständlich, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.